Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Weihnachtssendung. Ich bin Anja. Und ich bin Julian. Wir wünschen euch viel Spaß. Hurra, hurra, die Schule brennt. Eine Rettungsübung hat im Oktober das Internat in Aufruhr versetzt. Schaut mal her, wen wir entdeckt haben. Das ist Herr Wagner. Eigentlich ist er Lehrer, aber in seiner Freizeit wird er zum Feuerwehrmann. Löwenzahn. Heute wird's ernst. Am Kolleg ist ein Feuer ausgebrochen. In der Küche des sogenannten Klösterle, der Wohnung der FSJler, ist beim Kochen etwas schiefgelaufen. Natürlich ist alles nur eine Übung. 7 Fahrzeuge sind im Einsatz, darunter eine Drehleiter. Da sich das Klösterle im Dachgeschoss des Kollegs befindet und die Fluchtwege verraucht sind, müssen unsere FSJler mit der Drehleiter gerettet werden. Währenddessen versuchen die Feuerwehrleute im Inneren an den Brandherd zu kommen. Ohne Atemschutz ist dies jedoch unmöglich. Je weiter sie nach oben kommen, desto schlimmer wird das Ausmaß des Brandes. Eine bewusstlose Person wird aus dem Klösterle geborgen und wird mit einer Trage, von der Kraft aus, vor das Gebäude gebracht. Derweil ist die Drehleiter komplett ausgefahren worden und die Rettung aus einem Fenster kann beginnen. Ich mache hier mein FSJ und wir hatten in unserer Wohnung im Klösterle hatten wir einen Brand in der Küche und dann wurden wir von der Feuerwehr gerettet mit der Drehleiter aus dem 3. Stock und ja. Und wie war das so? Es war ziemlich aufregend, weil die ganze Wohnung war voller Rauch und man konnte eigentlich nichts mehr erkennen. Und dann sind die einen Feuerwehrleute aus dem Treppenhaus gekommen und die anderen haben uns mit der Drehleiter gerettet. Außer Lukas Dietz wurde auch Franziska Rütschlin aus dem Klösterle gerettet. Der Einsatzleiter ist zufrieden. Es war eine sehr, sehr anspruchsvolle Übung. Das Schwierige sind immer diese weiten Wege im Kolleg, diese langen Angriffswege, bis man diesen Brandort findet. Sie müssen sich überlegen, es war die ganze Altbaupforte hoch, dann den Westflügel rum bis hoch in das Klösterle, wie das genannt wird. Das ist für die Atemschutzgeräteträger im Besonderen eine riesige Herausforderung, diese Wege zu finden, die Schlauchleitungen zu verlegen und dann sich dort im Rauch, wir haben ja diesen Bereich verraucht, haben ja Disco-Nebel eingesetzt, dort diese Personen, die gerettet werden müssen, zu finden. Und Herr Wagner, wie risikobereit ist er? Wie viel wagt Herr Wagner? Er ist ja recht neu in der Feuerwehr, er macht gerade seine Grundausbildung. Von daher ist er momentan auch noch nicht so weit vorne eingesetzt. Also er geht bis zum Verteiler, sagen wir immer. Also eher so im rückwärtigen Bereich. Aber nach seiner abgeschlossenen Grundausbildung wird er dann auch richtig als Feuerwehrmann eingesetzt werden. Ich habe was gemacht, wovon ich nicht mal wusste, dass es die Aufgabe gibt. Ich war am Einsatzleitwagen stationiert und hatte die Aufgabe, die Funksprüche, die reingingen und rausgingen, ein bisschen zu protokollieren mit Uhrzeit. Also sprich, wann wurde welche Person wo gerettet, welche Abschnitte gibt's, wer ist Abschnittsleiter, was haben die für Aufgaben, sind gerade Atemschutzgeräteträger in Reserve oder was passiert hier allgemein, kommen neue Fahrzeuge an, wo werden die aufgestellt, das habe ich alles auf so einem Blog aufgeschrieben. Klingt nicht so spannend, aber man muss sich verdammt konzentrieren, weil ständig jemand kommt und irgendwas möchte oder irgendeine Information übergibt und das muss man alles irgendwie festhalten, sonst bricht's Chaos aus. Weil er noch in der Ausbildung war, durfte er noch nicht gegen die Flammen kämpfen. Ich habe ihn recht früh dann zu mir in den Einsatzleitwagen geholt, weil ich allein war sozusagen im Einsatzleitwagen. Da gibt es auch noch recht viel zu tun. Und er hat dann das Funkprotokoll übernommen, was im Nachgang dann auch sehr wichtig ist. Sie haben jetzt ja bald Ihre Ausbildung abgeschlossen. Freuen Sie sich auf einen richtigen Einsatz? Ja, total. Wobei man sagen muss, dass dann die Ausbildung wirklich nur die Basis abgeschlossen ist. Ich muss dann nächstes Jahr im Frühjahr möchte ich den Funklehrgang machen, dass ich mit dem Funk umgehen kann und danach auch Atemschutzgeräteträger werden, sodass ich also dann auch ins Haus in den Gefahrenbereich darf. Das darf ich im Moment noch nicht. Aber es gibt nach der Ausbildung schon viele, viele Bereiche, in denen ich tätig werden darf. Zum Abschluss, was sagen die Feuerwehrkameraden zu Herrn Wagner? Super Kamerad, liebevoller Mensch, ein netter neuer Kamerad. Schöne Ballkleider, feines Essen und Männer in schicken Anzügen. Natürlich reden wir vom Abschlussball. Wie jedes Jahr wurden auf der Tanzfläche heiße Nummern hingelegt. Wir waren vor Ort.
Was haben Sie sich erhofft vom heutigen Abend? Trinkgeld. Und haben Sie es bekommen? Nee, nicht so. Sind Sie ins Minus gegangen? Nein, natürlich nicht. Wie hat dir der heutige Abend gefallen? Sehr gut. Es war etwas anstrengend, aber an sich war er doch echt schön. Wie viel Minus habt ihr heute gemacht? Was soll denn das jetzt heißen? Wir haben gar kein Minus gemacht, wir haben nur Plus gemacht. Ahoi, Landratten. Als es noch wärmer war, haben wir den Piraten der Segel-EG geholfen, den Schluchsee zu kapern. Des vierten Hallencups stehen fest. Bekannte in der Nationalmannschaft aus Deutschland und der Schweiz treffen sich am 13. Januar in der Patthalle. Erstmals bekommt die Kollegsmannschaft auch mit der Schule Schloss Saarland zu tun. Schaut doch vorbei. Vielleicht kennt ihn ja jemand von euch. Ferdinand von Schirach, bekannter Schriftsteller und Strafverteidiger. 10 Jahre war er hier im Internat. Hier hat er auch die Literatur und das Theater für sich entdeckt. Hallo und herzlich willkommen am Kolleg St. Blasen, Herr von Schirach. Hallo. Sie waren von 1974 bis 1984 am Kolleg St. Blasen als interner Schüler. Heute sind Sie ein erfolgreicher Schriftsteller und ein bekannter Strafverteidiger in Berlin. Zuallererst, aus welchem Anlass sind Sie heute nach St. Blasen gekommen? Wir machen eine Dokumentation, also das ZDF, öffentlich-rechtliches Fernsehen, macht eine Dokumentation, einfach über mich, weil es so ein paar Dinge gibt, die wir erzählen wollen. Eines der Sachen ist eben hier die Kindheit und Jugend in St. Blasien. Und deswegen sind wir hier. Sie sind gerade durch die langen Kollegsgänge gegangen. Ja. Haben die Bibliothek gesehen, die Speisesäle. Wie hat sich das Kolleg aus Ihrer Sicht verändert? Also es ist sehr viel freundlicher geworden. Also es ist irgendwie hübscher geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da genauso noch lebt, wie wir das getan haben. Eines der Sachen, die so unmittelbar ins Auge stechen, ist, wir hatten nur kaltes Wasser, ja, in den Waschbecken. Wenn es ganz kalt war, im Winter gab es aus den Hähnen kleine Eiskristalle noch. Ja, und das ist lange her, sagen wir. Das ist lange her. Also ja, bei uns hat sich das sehr verändert, ja. Ja. Und nee, es ist freundlicher, es ist wahnsinnig renoviert, es sieht alles nett aus. Und ja, es sieht gut aus. Ja. Genau, das schrieben Sie auch in Ihrem Essay auf Spiegel Online und haben auch viel und oft die Bibliothek erwähnt. Und was hat denn dieses Lesen in der Bibliothek mit Ihren heutigen schriftstellerischen Tätigkeiten zu tun? Also ich glaube, dass das Lesen fast das Wichtigste ist. Also wenn man Schriftsteller werden will, sowieso, aber auch für das Leben selbst. Also, Lesen ist deshalb so interessant, weil wenn Sie lesen, spielt sich ja alles in Ihrem Kopf ab. Ja, also wenn Sie einen Film sehen, werden Ihnen die Bilder vorgegeben. Wenn Sie lesen, müssen Sie die Bilder in Ihrem Kopf selbst erschaffen. Und deswegen ist Lesen so wichtig. Herr von Schirach, hätten Sie etwas dagegen, wenn wir kurz ein kleines Spiel spielen würden? Vielleicht kennen Sie die Stichwortrunde. Das heißt, ich sage Ihnen Wörter und Sie antworten, was Sie damit assoziieren. Okay. Okay, das erste Wort wäre Essen. Hunger. Partykeller. Klebrig. Die Kneipe Alter Hirschen. Billig. Studium. 16 Uhr bis 18.35 Uhr plus Abendstudium. Theaterbühne.
Die mochte ich sehr gerne. Ich glaube, mein erstes Mädchen habe ich im Kulissenraum geküsst in dieser Theaterbühne. Also alles toll an diesem Theater. Schön. Rothaus. Das Tannenzäpfle, das war ein Bier, oder gibt es noch als Bier, das, glaube ich, sehr gut ist. Ja, ja, können wir bestätigen. Welche Gefühle kommen denn bei Ihnen hoch, wenn Sie ans Kolleg denken oder wenn Sie das Wort Kolleg hören? Das Erste, was mir immer einfällt, wenn ein Kolleg sagt, ist Schnee. Ja, es war hier fast immer Schnee. Ja, es war wahnsinnig kalt und daran erinnere ich mich leider sehr gut. Und das, was ich auch ganz komisch fand und was mir auch noch in Erinnerung ist, ist die Abgeschiedenheit. Ja, es ist ja wahnsinnig. Ich meine, die nächste größere Stadt ist Waldshut-Tiengen, von der man nicht gerade sagen kann, dass es eine größere Stadt ist. Also es ist alles irrsinnig weit entfernt. Trotz den damaligen strengen Regeln. Ja. War nicht so streng, ja. Schrieben Sie trotzdem in Ihrem Essay über das Kolleg Erinnerungen, was übrig bleibt. Ja. Die Welt gehörte uns. Ja. Ja, was meinten Sie denn damit? Ja. Ist es bei euch nicht so? Ihr habt doch das Gefühl, es ist nur ein Gefühl, dass man noch alles werden kann. Es steht einem alles offen. Wenn Sie jetzt die Idee haben, Sie möchten Manager werden oder Sie möchten Schriftsteller werden oder Sie möchten Schauspieler oder Raumfahrer werden. Sie können das alles noch. Ja, und das ist so, es ist ein Gefühl, das Sie leider verlieren im Laufe der Zeit. Aber damals hatten wir das oder ich hatte das und Sie haben es wahrscheinlich auch noch. Ja, es ist alles da noch. Ja, alles möglich. Diese Freiheit gibt es. Wenn man das so ein Internat von außen sieht, ja, also jemand, der gar nichts damit zu tun hat und nie was damit zu tun hat, und der sieht es von außen, und der denkt, es ist wahnsinnig streng, ja, also alles so getaktet durch, ja, bis dahin da Mittagessen, dann anderthalb Stunden, zweieinhalb Stunden Freizeit, dann Studium und so. Aber in Wirklichkeit ist es relativ frei, ja, weil sie im Kopf frei sein können, ja. Steht ja nicht dauernd ein Pater da und sagt, mach das und mach das, oder versucht er, aber man hält sich ja nicht dran. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen und wünschen euch und euren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.